Ich einfach durch. Ja, klar, einfach, ne? Oh, was ist denn das jedes Mal? Oh, Mann! So, okay, einer weniger. Oh, was ist denn die Scheiße? Das soll endlich angreifen. Und ich muss muschelmäßig daneben stehen. Das ist doch beschissen. Geht doch. So, und jetzt du dem ich auch Mistsack. So, da wird jetzt gedroschen, wird er. So lange, bis er irgendwann einfriert. Zack, zack. Gott, ey, die beschissensten Gegner überhaupt, wirklich. Ich hasse diese Viecher einfach nur. Na gut. Sagen wir mal Sesam zu der guten Tür. Und die sagt, oh ja, natürlich, gerne. Nie was anderes war in meinem Plan. So, wieder mal ein schönes Hebele. Okay, wir haben jetzt beides geöffnet und ich kann jetzt hoffentlich dahin. Ah. Okay, das ist natürlich das Spiel. Och, Alter. Ist denn das so... dieses Ding einfach mal zu treffen? Ja, alles ist unmöglich. So, welche... Oh, wieder so ein Vieh. Ah, okay, dann machen wir halt noch den Rest mit der Sense. Damit wir das Leben zurückbekommen. Das tut mir nicht alles. Die gute Quote muss ja natürlich erhalten bleiben. Ah, na gut. Ich sollte eventuell nochmal auf die Inventargegenstände schauen, damit ich mir nicht aussehen zu viel von den Dingern einverleibe. Weil irgendwann muss ich sowieso wieder zurück. Wo ist es denn? Hier. Okay, ja, ich habe noch. Nee, ich habe noch Platz. Sehr schön. Wie es sein soll. Und das ist jetzt die falsche Waffe hier. Das Ding nehmen wir. Nein, ich hab. So, da hinten ist wieder ein schönes kleines Büchlein. Jetzt die Frage, wie komme ich da hin? Geradeaus muss ich irgendwie durch. Ah, oh, schon wieder diese Käfer. Gott. Diese Käfer. Ich hasse diese Dinge. Kann man ja einfach mal irgendeine Gegend machen ohne diese Käfer. Aber na gut, bei denen regeneriert man wenigstens noch das Leben, was man vorher kurz verloren hatte. So, jetzt die Frage. Oh, okay, gut. So, hier komme ich also dahin. Jetzt die Frage, wie komme ich echt da runter? Ich muss wirklich versuchen, da irgendwie hinzukommen. Fragen über Fragen. Also das ist so ein kleines Puzzle gewesen, da hätte man so überhaupt nicht laden brauchen. Ah, okay, gut, das erklärt natürlich einiges. Oh, das hat nicht funktioniert. Was ist denn hier los? Ah, jetzt. Okay. So, muss es sein. Ja. Ich will die dämliche Buchseite haben. Wo ist sie denn? Da. So, wieder eins. Wie viel haben wir denn? 5 von 10. Ja, wir sind echt ein bisschen Sammler, sind wir. So, wir sind aber jetzt zum Glück wieder... Ja, und hier hat die Kamera auf was anderes geschaut. Deshalb hat sie so umgespannt. Na gut. Schauen wir mal wieder auf die große Karte. Okay, 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 okay. Nach rechts konnte man nur in die Vergangenheit. Ja, schauen wir mal weiter. Wohin wird es uns denn führen? Und welcher Gegner wird uns denn jetzt sehen? Und die gute Samael-Statue, die löst sich langsam in Wohlgefallen auf. Genauso wie der ganze Rest dieser Gegend. Ja gut, ich dachte, hier gäbe es noch irgendwas. Na gut, dann halt nicht. Niemand will hier sein, während der Mahlstrom alles verzieht. Oder ihn sich einverleibt oder was auch. Immer. Sind noch irgendwelche Sachen, die man mitnehmen könnte? Ich würde trotzdem versuchen, so viel wie möglich noch zu entdecken nebenbei. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwo noch so ein singender Stein. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Na gut, dann muss ich halt wieder zurück in die Vergangenheit.
Oh! Samael sogar auf dem Thron. Das ist ja fetzig. Vor allem kommt man einfach aus dem Nichts. So, so. Der feurige Rat schickt also nur einen einzigen Reiter. Selbst in die Vergangenheit. Nein. Dieser Besuch ist nicht genehmigt. Ah, offensichtlich. Es weiß niemand, dass du hier bist. Ja, nein, außer niemand. Ich. Gib mir den Schlüssel. Er kann unser Geheimnis bleiben. Oh, was ist denn jetzt los? Alter, was hat denn der bitte für Power hier? Das ist ja unmöglich. Traurig. Fehlerhafte Güsse aus einer perfekten Gussform. Mhm. Absalom war schon immer stärker als der Rest von euch. Wirst sehen, ich bin stark genug, Samael. Ja, du hast viele Hindernisse überwunden, um hier vor mir zu stehen. Aber manchmal stirbt der Held am Ende doch. Frag deinen Bruder. Gibst du den Schlüssel her, oder muss ich ihn mir nehmen? Reiter, du kennst die Antwort bereits. Oh. Und das heißt so viel wie? Och nö. Ja klar, besiege Samael. Wie mache ich denn das jetzt? Ach so, da ist er da. Oh, muss. Oha. Oh, Alter. Oh, shit. Das war jetzt leicht unfreiwillig. Ist ja aber auch egal. Was ist denn jetzt los? Oh, Alter, ich komme nicht an den ran. Oh, ey, es kotzt mich an hier. Das soll aufhören, sich hier rum zu teleportieren. Und vor allem mache ich keinen Schaden an dem. Was ist denn hier los? Doch, jetzt. Okay, wir holen jetzt erstmal hier unseren Krähenschwarm. Dann natürlich Ewigkeiten brauchen, um erstmal beschworen zu werden. Dann natürlich noch die hier. Holen uns einen Zorntrank. Wow. Oh ne, meine Zombies explodieren noch. Wow. Wow, hier muss ich wieder aufpassen. Ah, die Alter. Ja, na, schön. Wow. Gut, den lässt sich wunderbar ausweichen. Ah, natürlich. Okay, jetzt heißt das Leben-Ding. Ah, ich bin doch extra ein bisschen gesprungen hier für den Mist. Sehr nett. Macht ihr mir doch noch den Weg frei? Muss ich den jetzt noch weiter bekämpfen? Was ist denn jetzt los? Wollt ihr mich verarschen? Was ist mit meiner Kamera? Jetzt. Musste mal kurz nach hinten springen. Hat er keinen Bock mehr, oder was? Wow, au, 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 au. Uncool. Ey, das ist Bullshit. Muss ich das jetzt schon wieder machen? Oh nein. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Mein Geschmack kann ja etwas zu. Oh. Ah, gut, dann holen wir uns mal wieder die Krähen. So, noch ein paar Zombies, weil die so geil sind. Und wir lassen einfach mal die ganze Arbeit meine kleinen Minions erledigen. Oh oh, was ist das jetzt? Oh 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 oh. So, nochmal. Oh, ist denn das zu fassen? Oh oh. Zack, und wieder zurück. Zeit für meine Krähen wieder. So, und wieder ein paar Zombies zur Ablenkung. Ich habe fast schon so das Gefühl, dass die Zombies den meisten Schaden nicht machen. Oh, wow. Ich gebe dir gleich unten. Das ist allgemein nur noch ein gewisses Schmetterfest. Oh nein! Wow. Wow. Muss schon ganz schön aufpassen. Okay.
Zeit, meine ganzen Tränke hier rauszuschmettern hier, die ganze Zeit. Und nochmal. Okay, jetzt wurde der Reihe nach alle, bis das oder down geht. Wieso kann ich den denn nicht angreifen? Jetzt! Jetzt dürfte er eigentlich kaputt sein. Fertig. Interessant. Vielleicht wirst du doch Erfolg haben. Na, nachdem ich tausende... Oh. Es wird großartig. Fetzig. Sommer ist der einzige Gegner, der nie sterben will. Na gut, dieser dämonische Schlüssel gewährt Zutritt zum Quell der Seelen. Anonym hat ein Geschenk für dich hinterlassen. Schau auf der Weltkarte nach. Na, ist klar. Nicht nur Anonym hat ein Geschenk hinterlassen. Nein, auch Samael war nett. Spreutig. So, was haben wir denn so an neuen kleinen Sachen? Zurück kommt man leider nicht, weil das ist bloß ein einzelner Kampfort, ne? Ja, irgendwie schon. Ja. Moment. Ebene 1 und Ebene 2. Komischerweise sehen die sehr ähnlich aus, die beiden Ebenen. Ich check das nur gerade nicht. Na gut, wo muss ich jetzt... Ja, Quell der Seelen. Das bedeutet, ich muss da wieder hin. Gehen wir jetzt erstmal fix zu irgendeinem von diesen Schlangen. Da kann ich dann wieder keinen Schnellreise hin machen. Aber hier, Rüstung und alles mögliche. Händler, dahin geht's mal wieder. Wo bin ich denn eigentlich? Ich bin Schattenwand, klar. Ich hoffe, bin hier richtig, wenn ich hier durchlaufe. Oder auch nicht. Na, super, ich bin hier falsch. Du musst nicht alleine gehen, du musst auf dieses Kackpferd. So. Ich habe das Gefühl, ich habe hier doch nicht alles sammeln können. Na. Im Quell der Seelen gibt es natürlich noch tausende Kleinigkeiten. Und gerade diese Kleinigkeiten habe ich nicht, oder beziehungsweise kein Elan, die alle zu sammeln. Deshalb, naja. Es ist hoffentlich verständlich. Zornpunkte erhalten 10, Gesundheitspunkte, ja, lecker Milch, eh tut Gott. Nochmal Belohnung, was will ich denn damit überhaupt? Und Relikt von Kargott, das waren doch Fähigkeitspunkte, ja. Genau, das waren die richtig guten. Gnomads, Was soll ich denn bloß damit machen? Vor allem hatte ich nur einen einzigen Gnome gefunden. Egal. So, das war jetzt nicht. Ich wollte jetzt erstmal schauen, was ich denn als schöne neue Sachen bekommen habe. Weil das hier ist ja meine jetzige Waffe. Das ist die, was auch immer. Ja, und ich bin mir ein Tick unschlüssig, welche von den beiden ich benutzen sollte. Entweder die oder die. Aber na gut, immer das nehmen, was mir Leben zurückgibt, weil das ist immer die beste Entscheidung. So, ne. Besessene Handschuhe, Faustschild und noch irgendwelche anderen schönen Dinge. Ja, wir schauen mal kurz hier am besten rein, was wir Neues haben. 1 und 1 und 2, 5, 4, 6. Die 9 haben wir komplett, 8 haben wir komplett, die 7 fehlt noch. 6 und 5. Ja, 7, 6 und 5. Super. Wo soll ich die jetzt noch finden? Gut, das hier brauche ich jetzt nicht. Ich brauche diese Standardeinstellung dafür. Das brauche ich nicht, nein. Wieso ist denn eigentlich kein Vulgrim hier ansässig? Das wundert mich gerade. Mitreisender. Na, normalerweise sind sie doch immer hier. Na gut, verkaufen wir erstmal allen möglichen kleinen Schwachsinn. Zum Beispiel... Okay, bei der besessenen Sense bin ich mir echt unschlüssig. Aber der andere Müll kann auf alle Fälle weg. Genauso wie das. Magische Keule, die kann weg. Faustschild weg. Besessener Handschuh weg. Tödlicher Hammer kann weg. Den brauchen wir nicht. Ja, das werde ich gut gebrauchen. Ah ja, okay. Der Hammer, der geht immer nach unten. Die Keule immer in einem Schwung. Vor kurzem mal wieder... austesten müssen, beziehungsweise beim Editieren ist es mir aufgefallen, immer jedes Mal, wenn ich eine Keule geworfen habe,
Da ist sie in einem Schwung nach vorn gegangen und nie in so einem nach unten kommenden Schlag. Und somit habe ich manchmal Gegner nicht treffen können. Aber na gut. Nehmen wir. Wir wollen jetzt kaufen. Ich möchte, dass du okay, das nimmst. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir. Ah, okay. Nichts weiter. Und auf geht's. Hier rein. Und irgendjemand hatte mir was gesendet hier in meinem schönen Seelenschrein. Das wird wahrscheinlich Samael gewesen sein, hä? Na komm schon. Was haben wir denn Feines bekommen? Ab dem gewissen Fortschritt hier in dem Spiel gibt es irgendwelche neuen Sachen. Oh, Level 3 wurde für dich freigeschaltet, damit du deine Reise zum Bestehen der Feuerprobe fortsetzen kannst. Okay, mit Disziplin und Beherrschung kommt die Kraft und dein Stolz im Kampf hat dir eine Herausforderung gebracht, um solche Attribute zu prüfen. Beide Herausforderungen sind in der Feuerprobe freigeschaltet worden. Na, wunderbar. Muss ich dann sowieso nochmal in die Feuerprobe separat gehen, ne? Hab ich das Gefühl. Das ist klar. Wieso kann ich denn hier nicht? Komm schon, die paar Meter. Ich schissen. Muss alleine gehen. Sieht ja aus, als ob man hier was finden könnte. Na, ist es auch. So. Reden wir nochmal mit dem guten. Oder obwohl. Wollen wir noch mit dem reden? Na, okay, jetzt kommt sowieso automatische Konsequenz. Ja, offensichtlich. Dann darfst du endlich den Quell der Seelen betreten. Aber bist du einmal dort, kommst du auf diesem Weg nicht mehr zurück. Oh, das ist unschön. Ich bin so weit gekommen, Krähenvater. Ich kehre nicht um. Dann sei gewarnt, Reiter des Todes. Eine dunkle Wesenheit bewacht den Quell. Und die Saat des Verderbens findet sich darin. Der Quell ist verdorben. Ja, und wir kümmern uns doch um das nicht auf namenlose Art, wie du es bislang erlebt hast. Nein, das Verderben hat einen Champion erkoren. Eine Stimme, die ihren Ruf zum Aufstand erklingen lässt. Dann werde ich das zu Ende bringen. Hat wahrscheinlich Absalom sein, hä? Vergiss nicht, was du erfahren hast, Reiter. Mhm. Verderben ist das Ende aller Dinge. Selbst des Todes. Und ein Test. Der Baum, die Schlüssel, der Quell. Warum habe ich den Eindruck, dass du mich prüfst? Du prüfst dich selbst, alter Freund. Wegen dem, was du getan hast. Wegen dem, was du tun musstest. Und jetzt stehst du vor der ultimativen Prüfung. Wirst du den Tod bringen oder Leben geben? Bam, bam, bam. Was sind das eigentlich für ein Face hier drauf? Sieht aus wie Lilith, ne? So ein bisschen. Ach, die müssen simultan da reingetan werden. Na gut. Sehr interessant. Natürlich werden die Schlüssel nicht gedreht, sondern einfach die Chipkarten reingecheckt. Sehr praktisch, wenn man wirklich zwei Türen öffnen will. Ein sehr gutes kleines Dingeling. Na gut. Speichern wir mal. Ich, wie gesagt, man weiß es nicht, ob man hier wieder zurückkommt, aber... Ich hab schon irgendwie Bock, die Feuerprobe nochmal so richtig durchzumachen, aber... Ach, egal, wir spielen das jetzt durch. Fertig, Ende. Komm schon. Wie weit muss ich denn noch laufen? Ah, okay, jetzt. Sieh mal einer... Moment mal, hier war ich doch schon mal. Moment. Quell der Seelen.